Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play War Thunder Tanks. Und heute mal mit dem KV1. Wie soll man sagen? Ich werde den fahren, nur werden wir zwischendurch wahrscheinlich wechseln. Ein Panzer. Weil, ja, den kann man nicht öfters nacheinander fahren, da hat man nur einen von. Und deswegen, ja. Jo. Werden wir wahrscheinlich auch mit dem T-70 fahren, den will ich auch noch mal ein bisschen testen. Wobei mit dem T-70, deswegen will ich den fahren, sind mir die Aufgaben noch nicht ganz so klar. Also was ich machen muss mit ihm. Weil so, ich weiß nicht, so ein Panzer 4 oder T-34 könnte man sicher seitlich perforieren oder von hinten. Das geht sicher. Aber ein KV-1 oder so, das hat dann echt keinen Sinn mehr. Und man muss die Gegner erstmal von der Seite bekommen. Deswegen fahren wir in erster Linie KV-1. Wenn der Panzer aber tot ist, gucken wir mal, was wir mit dem T-70 so anfangen können. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Oh, nicht ganz unten gestartet. Ganz oben links ist es, nicht ganz unten. Oh. Hier können wir leider nicht scappen, weil wir die Basis haben wir ja schon, oder? Ja. Aber wir können das Teil auch wieder abknallen. Das sind die Flakgeschütze. Oh. Was? Da hat auch schon jemand eins zerstört. Ich finde das ja ganz lustig. Aber naja, KV-1, dicke Wumme. Und ja, dicke Panzerung, könnte man sagen. Okay, ich habe jetzt gedacht, T-70 fährt auch, schade. Dicke Panzerung und ja, eigentlich ein ganz cooler Panzer, aber irgendwie, keine Ahnung, nicht so das, was ich fahren würde. Bin so eher so der Panzer-Vielfahrer zur Zeit auf jeden Fall. Natürlich ist der vom Damage ja ganz gut, oder was heißt Damage? Damage gibt es ja so gar nicht. Aber der haut gut raus. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen dabei, immer so schon beim Wackeln zu schießen. Ist einfach, geht aber wesentlich schneller. Ich muss unbedingt mal von der Seite starten. Ich weiß nicht, wie die da fahren, um mich dazu verarschen. Ich habe die Kette zerstört, jo. Jo, habe ich. Sonst wird er nicht so komisch drehen. So, stille kommen, wo wir durchkommen. Was? Gibt's nicht! Sturmgeschütz, ja. Ja, das ballert uns natürlich dadurch. Oh, was war da hinten? Schwallerei! 3 Kills konnten wir machen. Wobei, eins ist natürlich das Bodenziel. Ja, und den T-34, da haben wir nicht gut treffen können. Wo die Kette ab war, er da schön leicht schräg stand, vielleicht auch schon zu schräg, vielleicht war er schon dann schon Richtung anwinkeln. Kann natürlich auch sein. Wir düsen jetzt mal hier oben hin, einfach mal so gucken, was wir da so sehen, ob wir in das Rohr der Stuck gucken. Die Art hier dann. Ja, ist tot. Die ist tot.
Müssen gucken. Nee, lassen wir mal. Hier sind wir so schnell weg. Das kann so schnell ins Auge gehen. Kommen wir hier gescheit runter oder bleiben wir da unten? Nee, nee, ich lasse es. Ich fahre mal lieber den regulären Weg runter. Falls man das regulär nennen kann. Oder eine gestarnte Tuck. Stuck. Ups. Da lang wollen wir. Da ist nämlich auch so ein schönes Fleckchen. Da kann man mit so etwas schnelleren, so Panzer 4, T34, gut hinfahren. Mit dem eigentlich auch ganz gut. Aber halt KV-1 zum Beispiel nicht, das da. Bisschen zu fett. Hier sollte man entweder Schwung nehmen. Oder so wie ich gerade mache. Auf jeden Fall irgendwie nicht so, dass man so auf der Front landet. Nimmt man, glaube ich, am meisten Schaden. Irgendwie, dass man mit den Ketten aufkommt. Und dann natürlich Glück haben, dass die Ketten nicht kaputt gehen. Das wäre natürlich auch ebenfalls etwas negativ, wenn sie zerstört werden. Aber naja. Ja, mit dem KV-1 kann man sehr viel reißen. Das ist ein sehr schönes Ding. Ist halt, hat man auch nur einmal. Deswegen. Also mit dem kann man nicht. Den kann man nicht nochmal anfordern, könnte man sagen. Ja, die Stellung ist am geilsten, wenn die diese Basis haben, wenn man die dann von hier aus ganz gut flankieren kann. Was in dem Fall nicht haben, wir haben die Basis. Das heißt, wir können sie nur verteidigen. Und der KV-1, der da durch wollte, hat sich anscheinend wieder etwas verzogen. Hier kommen wir nicht weiter. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Ich fahre jetzt einfach mal ganz glorreich rein. Obwohl, weil mein KV halt echt kann man nichts machen. Glaube ich zumindest. Ich fahre halt halt auch nicht so ganz oft. Aber noch ein KV, auch in unmittelbarer Nähe. Gucken, ob wir den noch mal. Es ist echt schwierig, man steuert ja die Ketten einzeln, könnte man sagen. Und wenn man dann Gas gibt und eine Kette zum Lenken nimmt, so in eine Richtung will, dann dreht der manchmal so durch. Mal eben die Lage checken. Nicht, dass da gleich einer hinter uns steht. Diesmal sind wir aber hart am Gewinnen. Diese Runde habe ich dann weniger geleistet. Also noch sind wir hart am Gewinnen. Kann sich immer sehr schnell ändern, habe ich festgestellt. Ups. Hier bin ich einfach nicht hochgekommen, aber mit einer Stuck. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten versucht, hier hochzukommen. Wollte es unbedingt schaffen, nur letztendlich ging es dann nicht. Aussichtslos. Komm, dreht einen Turm. Wo ist es hin? Shit. Da muss ich immer aufpassen, dass jetzt nicht der einer von links kommt. Über die Steine komme ich doch komisch rum. Oder auch nicht.
Sag jetzt nicht, ich hab mich hier. Er will nicht, dass ich da rüberkomme. Hätte gar nicht festgefahren. Ich lasse es lieber. Der Baum hält mich. Ja, jetzt haben wir die Basis. Puh, wir verlieren. Verlieren gerade auch die, oder? Ja, dann müssen wir heldenhaft retten, würde ich sagen, mit unserer nicht wirklich geeigneten Kanone. Aber wir nehmen schon einen, gut, da können wir ein paar Punkte ergammeln. Jo, Basis erobert. Zone erobert. Die Zone ist jetzt Sperrgebiet für uns. Also für die Gegner. Wir haben Sperrgebiet gemacht. Wir dürfen jetzt hier nicht mehr rein. Panzersperren. Hört auf, den Damage zu machen. Jetzt halt, wir fahren immer einfach hinterher. Achso, das ist auf das gleiche wie mit der rechten Maus. Nur dass man hier nicht hier gedrückt halten muss. Okay. Nein, 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 nein. Ja, ich würde sagen, muss steigen. GG. Ja. Naja. Man muss beachten, die Physik ist noch nicht ganz so ausgereift. Also sie ist noch nicht in dem Stadium, wie sie letztendlich sein wird. Ich werde jetzt mal auf den T-30 umsteigen. Ich weiß einfach nicht, was ich mit dem kleinen Mistvieh anfangen soll. Das Einzige, was ich mal, glaube ich, gemacht habe, Flieger runtergeschossen, aber das ist jetzt. Ich habe nur zwei oder drei, glaube ich. Aber ich habe keine Lust drauf, so. Ich fahre dann lieber den Panzer hier. Schlachthof. Oh, der hatte ja aber lange ausgeharrt. Naja, gewonnen ist gewonnen. Ja, war jetzt nicht so glorreich, aber naja. T70. So was so kommen. Ja, naja. Soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Falls ihr selber spielen wollt, Link in der Beschreibung, registriert euch darüber. Kauft euch das Spiel, also kauft euch so ein Paket. Dann bekommt ihr einen Panzer und Camouflage meistens ein bisschen was. Golden Eagles und den Beta-Access. Und oder ihr wartet auf die Open Beta oder ihr meldet euch an über den Link und wartet, bis ich ein Giveaway dazu mache. Soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.